Hallo Welt, da sind wir wieder im Arboretum, um genau zu sein. Im Gewächshaus des Arboretums. Ja gut, die kann man nicht wiederbeleben, sie haben ja keinen Kopf mehr. Operator-Dispenser. Ach, Hecken 2, liebe Welt da draußen. Das ist nicht gerade mein größtes Hobby. Wir müssen wohl... Ja, und zwar müssen wir... Weil hier doch steht... Hier steht bei der Gewächshaussteuerung Hinweis, Wissenschaftsoperator für Bodenanalyse erforderlich. Also müssen wir. Ja, aber nur dreimal. Dann, also, ich hab Nerven. Heute ist so warm. Wir sind immer noch in der Aufnahmesitzung. Oh, Moment. Wie soll man das denn schaffen? Ich bin immer noch in der Aufnahmesitzung am heißesten Tag des Jahres 2018. Warum eigentlich? Ja, mir war danach und ich dachte mir, so übersteht man den heißesten Tag 2018 bestimmt am besten. Ach, da unten sind wir. Ich dachte, wir wären da oben. Ja, klar. Schade. Ah! Ja, ja. Da drücken wir doch noch mal drauf. Oh, das war's. Nee, liebe Welt da draußen, das ist nichts für mich. Meine Welt ist das nicht, sozusagen. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal. Und wenn wir Hecken 3 nehmen nachher, müssen wir das wahrscheinlich sogar dreimal über uns ergehen lassen. Nö, danke, dann verzichte ich drauf. Was auch immer da Tolles dahinter wartet, das nervt. Das nervt extrem. Es nervt schon... Okay, ich höre schon auf. Es nervt schon, dass man hier keine Munition hat und nichts, aber sowas... Nein. Das tue ich mir beim besten Willen nicht an und nicht am heißesten Tag des Jahres. Immer noch 2018, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Ja, was machen wir denn dann? Da kommen wir wohl nicht weiter im Arboretum. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Hier unten der Bewusstlose kommt auch nicht zu sich. Was können wir denn sonst noch machen? Ach, wir haben ja Sachen eingesammelt. Oh, eine Banane? Ach so, und die Waffe hier. Moment, können wir da nicht etwas herstellen? Wo ist die Waffe? Ach so, die haben wir schon. Haben wir Kuhstrahlen auch so noch dabei? Nein. Ach, das brauchen wir nicht alles da reinzuschmeißen. Naja. Och Gottchen. Sieht so viel aus. Wir brauchen Munition. Das geht sonst nicht weiter. Damit.
Weg, weg, weg. Hier. Glukanister. Wie viel? 21. Auch da haben wir also nicht sehr viel. Ja, wie sollen wir denn weiterkommen ohne Munition? Also. Mit den Bombendingern? Na. Ja, doch, vielleicht. Fällt mir gerade mal ein. Recyclerladungen 5. Haben wir nicht aufgepasst bis jetzt? Nein, haben wir nicht. Ja, Recyclerladungen fällt mir gerade ein. Könnten wir ja nutzen, wenn wir aufgepasst hätten und wenn wir wüssten, was man zum Beispiel aus einem Aschenbecher oder einer Tasse so rausbekommt. Dann suchen wir eben Kirk. Kirk Remmer. Oh nein, wenn da unten jetzt so ein Technopart ist. Ah, zur Lobby. Was sollen wir sonst tun? Wir müssen ja. Ich glaube aber, das haben wir ausgelassen, weil der Albtraum war doch letztens da und hat aufgepasst. Verbündete Operatoreinheiten können über die Operator-Dispenser gerufen werden, die überall auf der Talos 1 verteilt sind. Ja, sehr schön, aber wenn sie gehackt werden müssen, ist das wiederum nicht so schön. Ja, wir waren ja fast dabei, aber eine, zwei Sekunden hätten gefehlt. Also im Gewächshaus hätten wir es ja fast geschafft vorhin. Hier ist doch nichts. Meter von hier. Hendrik de Vries Leiche. Da war doch auch irgendwas. Wir hatten doch da auch eine Aufgabe von ihm. Rein. Aha. Entschärfen. Wo ist der denn überall gewesen, dieser irre Koch? Hat er hier irgendwo so den... Weiß ich nicht, die Kanalisation, die total sicher ist, entdeckt und wir kennen die noch nicht. Vielleicht ja. Ach so, das ist die Hauptaufgabe. Was hat denn da jetzt geknallt? Wir dürfen, glaube ich, wir gucken nochmal auf die Karte. Lebenserhaltung ist, denke ich, richtig. Jawohl. Wehe, da ist schon wieder so ein Albtraum oder so. Ach, hier drin können wir nicht speichern. Super schnell der Aufzug. Was war das? Oh, was?
Was war das? Das war die Lobby. Raus. Ist aber schön, dass es alles so schön übersetzt ist hier. Jetzt können wir speichern. Oh ja. Was haben wir da draußen? Können wir nicht nach draußen gucken? Ja, ja, sind wir einmal in der Lebenserhaltung dann. Nur zu, nur zu. In der Lebenserhaltung befinden sich die meisten wichtigen Systeme der Talos 1. Energieversorgung, Luftversorgung und Wasseraufbereitung. Sollte eines dieser Systeme je versagen, wäre eine Katastrophe. Vorprogrammiert? Unausweichlich? Ich habe das letzte Wort nicht mehr gelesen. Ja, bei der Hitze verschwimmen die Augen manchmal etwas. Ich sollte mehr trinken. Dehydriert ist er. Dehydriert. So viel, wie ich ausschwitze, kann ich gar nicht trinken hier. Na super. Was war das denn, was dahergelaufen ist? Das sah so menschlich aus. Ach, der lebt noch. Na endlich. Sicher ist sicher. Wir gucken erstmal hier um die Ecke. Kann man hier nicht? Die Wartungsschleuse, na gut. Das nehmen wir an uns. Oh oh. Moment, warum kommt mir das so bekannt vor? Haben wir hier rumgesaut? Für den Finder. Vorrat in Halle bei Fluchtkapseln. Keine Zeit für eine Übergabe. Viel Glück, e.V. Wer hat ihn da zugeglut? Oh Mann. Das muss aber heftig abgegangen sein hier. Dahinter also, ja gut. Ein Phantom. Und der Westen hält Stand. Auszug aus dem Klappentext eines Alternativ-Weltromans von Lance B. Jenkins. 1964 wendete Präsident Kennedy sich vom amerikanischen Interventionismus ab. Aber was wäre geschehen, wenn Amerika seine Verbündeten in Vietnam unterstützt hätte? Würde der Kommunismus im Osten noch immer vorherrschen? Wäre der eiserne Vorhang gefallen? Der renommierte Publizist Lance B. Jenkins hat einen packenden alternativen Bericht über die Tage nach dem Tonkin-Zwischenfall verfasst und beleuchtet, was hätte geschehen können, wenn Amerika 1964 in den Krieg gezogen wäre. Jenkins' fantasievolle historische Berichte sind detailreich, monumental, bewegend. 10/10. The Liberty Herald. Echt wieder sehr schön gemacht hier alles. Hey, hey. Was war das? Warum wurden wir... Oh nein, wir brauchen schon wieder Hebelkraft 2.
Ja, zwei Neuromods haben wir zurückgelassen. Tobias Frost. Hier ist er also. Er hat die gefährlichen biologischen Abfälle und... Ja, was ist denn mit seinem Transcribe? Ist das kaputt oder er ist der Erste, der nichts draufgepackt hat? Kommen wir nicht durch. Ätherphantom, ja nee, ohne Munition haben wir da keine Chance. Wenigstens hier für das Schrottgewehr bräuchten wir so ein bisschen Munition. Ich meine, Kirk Remmer wird, der läuft da hin und her. Der wird bestimmt auch morgen noch hin und her laufen. Das macht mich ganz kirre, dass wir hier nicht durchkommen, weil da unten liegt eine Karte, die hätte ich ganz gerne. Und außerdem kann man da auch noch weiterlaufen, wie man sieht. Kann man das denn nicht kaputt machen? So, jetzt gucken wir nochmal. Vier. Zwei haben wir. Aber nicht dabei. Vier Neuromods, also bräuchten wir. Ja, ja, ich verstehe das, ja. Können wir jetzt nicht. Das wird ja wohl nicht hier reinkommen. Ja, die wissen aber schon ganz genau, wer hier rumschleicht, dass wir das sind. Na, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Das zappelt da vorne rum. Aus dem Hinterhalt. Keine Chance. Wow. Nicht übel.
Ist es weg? Kuhstahl. Echt? Ach. Wie, ja, Volltreffer, oder? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Hey, die Dinger sind ja voll gut. Komm, wir befreien dich mal. Ich möchte sehen, wie du aussiehst. Oh, Alton Weber. Das war's. Sie hat's geschafft. Gefährliches hier, oder? Aber Blitze da unten. Ja, wir haben unsere Glue-Kanone. Die haben wir. Vielleicht hat sie da drunter auch noch irgendwas eingeglut. Die hat aber gut geglut. Die hat die ganze Tür zugeglut. Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Ich glaube, wir dürfen da runter. Aber dafür müssen wir erstmal reparieren. Wie viele Ersatzteile haben wir dabei? 4 müssten es wenigstens sein. 5 haben wir, glaube ich. 6. Okay, dann 6. Was ist mit dem Krempel? Kann man das nicht besser stapeln? Nein, kann man wohl nicht. Ja, leider. Nichts darunter. Schon sehr interessant gemacht. Ja gut, weiter geht's. Ein Blick wagen wir mal hier rein. Ach so, ja natürlich. Entschuldigung, ich dachte mir schon, Radioaktivität ist doch immer nur da, wo... Ganz genau. Wir haben einen Plan gefunden. Ganz genau, wo diese... Ja, wir lassen das aber mal in Ruhe. Wo diese... Zystioten sind, oder wie heißen die? So ähnlich, glaube ich. Atmosphärenkontrolle, sehr schön. Kirk Remmer ist immer noch weiter unten. Nichts los hier? Okay. Was piept? Was piept? Fertig. Geht das da weit runter? Und da liegt einer auf dem Rohr und der hat irgendwas Schönes noch bei sich. Was Blinkendes. Das möchte ich haben. Vielleicht eine Glühkanone. Ah, so eine haben wir schon. Oh, schade. Penny. Penny Tennyson. Ich habe genug gesehen von ihr. Okay. Sehe ich irgendeinen Weg hier rein? Vielleicht von oben? Warum fühle ich mich hier so unwohl? Gruselig ist das ein wenig. Danger? Was? Ach so. Viel Strom hier. Ah, ich sehe schon. Okay. Ah ja, okay. Nicht so nah da dran.
Wo geht's hier eigentlich hin? Zum Frachtraum. Ah. Erstmal nicht, denke ich. Atmosphärenkontrolle. Ja, wie kommen wir denn da jetzt rein? Einfach Scheibe kaputt machen und dann da rein? Oder... Ach, da gibt es doch sicherlich noch einen anderen Weg. Nicht so? Bestimmt. Nicht. Ah ja. Oh, herrlich. Ja. Kein großes Mimikding hier. Aber wie kommen wir nachher wieder raus? Na, egal, aber erstmal sind wir drin. Eine Notiz. Ausstehende Ausrüstung. Zwei Personen haben Ausrüstung ausgeliehen und noch nicht zurückgebracht. Ari Liudnard und Roger Meyer. José. Und demnächst steht eine Wartung für die Luftgemischregulatoren in der Atmosphärenabteilung an. Sagen Sie Max Bescheid. Er hat den passenden Fabrikatorplan. Okay. Anzug, Reparaturkit, Fabrikatorplan. Na endlich, können wir sowas auch selber herstellen. Ich hatte mich schon gefreut. Ja, ist die große Frage, wie kommen wir... Ach, wir kommen einfach oben drüber wieder. So kommen wir hier raus. Ach so. Nichts übersehen hier? Dahinter vielleicht? Nein, nichts. Hier oben vielleicht. Durchgebrannte Platine. Ein Waffen-Upgrade. Na, das hat sich doch wieder richtig gelohnt hier. Schön. Ein grünes Rohr. Okay. Wie kommen wir auf das grüne Rohr? Ach so. Schön. Auch gut. Aha. Hey, können wir da durchkrabbeln? Bestimmt können wir das. Warum sollte da sonst eine Lücke sein? Wo ist denn der Unglückliche? Irgendwo da unten runtergefallen. Schön hoch hier, ja. Ach, das geht doch bestimmt. Einfach fallen lassen. Oder gibt es hier oben noch was Interessantes? Naja, ich sehe das nicht so richtig. Aber es sieht so aus, als würde da oben irgendwo Licht herkommen. Als könne man da oben auch noch rauf.
Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit. Oha. War das knapp? Ja. Oh, müssen wir jetzt wohl runter? Eine Rohrzange. Luftgemischregulator. Da haben wir ja richtig gute Sachen gefunden. Ja, liebe Welt da draußen, wir gucken mal, ob wir hier irgendetwas... Na, teilen können wir das. Ich dachte, wir könnten irgendwas stapeln. Ich dachte mir schon, dass wir voll sind. Aber ich wollte was anderes gucken eigentlich. Wir haben doch hier so ein Transcribe gefunden und nicht abgehört vorhin. Können wir das nicht mal sortieren? Da geht nix. Außer, dass wir vielleicht eine Waffe... Moment, was bekommen wir hier für Ersatzteile? 3 Ersatzteile. Aber wir bekommen hier aus der Glue-Kanone richtig, ja, so ein Material raus für Munition und so. Also behalten wir sie erstmal. Und gucken, dass wir eine Waffe hier verbessern. Vielleicht die Schrotflinte oder... Ja, gucken wir mal. Wir verbessern gleich mal diese hier effektive Reichweite. Auf 5 Meter erhöhen oder Präzision? Ja, Präzision ist im Moment echt nicht. Also, wir treffen ja irgendwie immer meistens. Glaube schon. Oder sollen wir doch eine andere? Wollten wir nicht eine andere Taste? Eine andere Waffe verbessern? Die Glue-Kanone zum Beispiel? Was ist hier mit? Rückstoß. Ah, so. Die ist ja auch schon ziemlich gut. Zwei Verbesserungen. Und dann können wir uns auch mit den Neuromods etwas verbessern. Als Waffenschmied können wir uns dann verbessern. Versuchen zum Beispiel. Was kann die denn alles Schönes eigentlich noch? Glue-Effizienz. Ja, das wäre auch gut. Ja klar, das wäre, wenn man das alles hat, das wäre schon ganz gut. Nachladegeschwindigkeit. Was haben wir noch für eine Waffe? Was kann das denn eigentlich hier, wenn wir das verbessern? Betäubungsdauer und Schaden, effektive Reichweite und Schussanzahl, Aufladegeschwindigkeit außerdem noch, Entschuldigung. Und das hier können wir nicht verbessern, nein, aber zerlegen. Och, dann bin ich doch ganz schnell mal dafür, dass wir doch diese hier verbessern. Aber was jetzt, Reichweite oder Präzision? Ich bin erstmal für Reichweite. Ich weiß nicht, was wir von Präzision haben. Bis jetzt haben wir immer getroffen. Ja, nehmen wir das. Jawohl. Cool. Ach, da können wir aber ordentlich Mods noch finden. Ich denke mal so, ja, ach, das ist ja schnell gemacht alles. Wenn ich das so auf anderen Kanälen bei Keith Shaw oder so sehe, so ja, 20 oder 40 Folgen, weiß ich jetzt gar nicht, aber bestimmt hat er nicht mehr gebraucht. Also da bei Prey habe ich jetzt nicht nachgesehen, aber so bei anderen Titeln. Ich brauche ungefähr immer das 4- bis 5-fache oder noch länger, je nach Titel. Und ich denke mal so, ja, so lang, so viele Folgen gibt es ja auf anderen Kanälen nicht. Joa, dann dauert der Titel ja nicht so lang. Also ich will nicht hetzen, ich gucke mir nach wie vor immer alles sehr gerne an. Deswegen dauert es bei mir wahrscheinlich auch länger als woanders. Aber
Ja, dann bin ich doch überrascht, wie lang das dann schon mal dauern kann. Können wir darüber springen? Dann plumpsen wir da runter vielleicht. Ah, der rennt hier immer hin und her. Und was ist das? Das weiß dann wohl niemand. Das scheint mir aber ziemlich hinüber zu sein. Der Kocher war's vielleicht. Ach, da unten auch. Rot. Beide rot, rot, rot. Muss das sein? Mach doch auf! Kann man hier nichts ein- oder ausschalten? Er legt sich einfach wieder schlafen da unten, oder? Wasseraufbereitungsanlage. Oh nein, so einer. Und der ist irgendwie schneller als sonst, meine ich. Nee, zu wenig. Das ist ein bisschen zu wenig Munition, die wir da haben. Hier oben wäre aber ganz gut, wenn wir mehr Munition hätten. Haben wir nicht genommen, 25 Meter ist weiter weg als 25 wahrscheinlich. Ach, und so ein Technikoperator, ein Korrumpierter ist auch noch dabei. Ja, nee, dann will ich nicht mehr. Oder doch? Aussteigen hier? Ja, komm. Ja, letztendlich bin ich dann doch immer so ein bisschen verwundert, die Stories, dass sie so schön lang sind. Das ist ja mehr als Spielfilmlänge. Fällt man hier runter irgendwo? Jetzt nicht. Bitte entfernen Sie stets Ihre Psychoskope. Tja, aber wer will denn schon die ganze Zeit so rumrennen hier mit so einem Psychoskop? Will doch niemand. Die sind alle korrumpiert hier. Der da unten auch. Wir müssen das Licht, genau, ausschalten, meine ich. Corpus Calloso. Signalverfolgung. Legion. Na komm, das eine sollten wir doch schlagen können. Oh, da unten liegt auch einer. Die haben aber gekämpft hier alle.
was haben wir denn? Oh, das ist gut. Aber wo ist der Recycler? Der muss doch auch irgendwo sein dann. Also wenn man die Dinger nebeneinander baut, kann ich es verstehen. Aber warum sollte jemand erst zum Recycler einen weiten Weg vielleicht gehen und dann zu dem Fabrikator? Ja, da müssen wir jetzt draufhauen, ob wir wollen oder nicht. Schnell hin. Ach so, speichern. Schnell hin und drauf. Wo ist er hin? Ach hier. Ist ja so klar, dass wir das nicht mehr nehmen können. Und hier können wir nichts mehr sortieren. Doch. Kein Recycler. Fabrikator, Moment, wo ist die Bombe? Der war doch bestimmt auch hier schon. Wäre auch interessant, wenn man den hacken könnte, so dass man vielleicht gar keine Materialien mehr braucht dafür. Ja, aber der kann ja aus dem Nichts nichts herstellen. Weil hier oben so ein Symbol ist. Nächster Eintrag, Teil von Kakoplasmus, genannt Mimik, indiziere. Ja, Hacken 3, aber nicht mit mir. Will er nicht darüber? Hier lag doch was vorhin. Ach da. Oh, ein Waffenmod. Oder vielleicht nur so ein Psi-Dingen. Bevor wir hier irgendetwas benutzen. Hat er hier eine Bombe angebracht? Nein, zumindest hier unten nicht. Aha. Keine gute... Keine so gute Sache. Also ist dieser Kirk Remmer ist auch schon hinüber. Haha. Geschützturm macht nichts mehr. Wow. Anzug wurde beschädigt. Boah, muss ja auch mal wieder sein. Ist ja viel zu lange gut gegangen jetzt. Aber den einen haben wir doch gekriegt damit. Oh, wo sind wir?
Haben wir schon aufgeschreckt? Recyclerladung, ist doch richtig. Platzieren wäre gut hier. Beschädigt. Ja gut, aber das hat doch bei dem einen geklappt und hier nicht. Vielleicht war es schon irgendwie geschwächt. Ja, wir haben es ja aus dem Hinterhalt schon ein paar Mal getroffen. Ach ja. Wie viele haben wir davon? 6. Ja, also ich glaube, die könnte man durchaus eventuell. Vielleicht. Sehen die das nicht? Oh, vielleicht ja. Ach so, ja, okay, man kann nicht ein ganzes Gebiet verminen, man kann nur eins. Wir haben mehr Material daraus bekommen, ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir müssen doch hier das Phantom. Nee, das war wahrscheinlich ein Glückstreffer letztens. Schon sagte, wir haben das irgendwie. Tja, wir haben das irgendwie geschwächt vorher schon. Wo können wir uns denn besser verstecken hier? Kommt das jetzt rauf oder nicht? Anzug wurde gefunden. Boah. Ich vergaß. Ach, das war jetzt nicht ganz so elegant. Ändern sich.
Kann man das nicht irgendwie sortieren hier drin schon? Nein. Total schade, dass wir hier wieder keinen Recycler haben jetzt. So ein Ding möchte ich ja ungern auseinandernehmen. Ach Moment, wie geht's uns eigentlich? Wir können doch das hier mal essen. Die Superfrucht. Oh, warum eigentlich nicht? Da wird ja ein Handschuh raus. Da habe ich aber auch irgendwas Großes gesehen gerade. Stück direkt hier runter. Hey, du kannst dich da drin nicht einfach verstecken. Da ist der Herr. Aber ich denke, du bist doch... Vitalwerte kritisch. Moment, hier waren wir doch schon. Kirk Remler. Remmer heißt er außerdem. Ja, wie dem auch sei, wir sind am Ende der Folge. Da habe ich wieder mal gar nicht drauf geachtet. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.